So, hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zum nächsten Let's SNES. Ich habe beinahe schon wieder Let's Retro gesagt. Und zwar ein Spiel, was ich früher auch extremst gesuchtet habe. Nämlich Ninja Turtles Nummer 4, Turtles in Time. Jo, und da würde ich sagen, labern wir nicht lange rum. Und da ich das Spiel jetzt letztens auch schon mal wieder gespielt habe, schaue ich nochmal kurz in die Optionen. Und, Optionen, sagte ich. Ah, jetzt wollte ich mit A bestätigen und das geht nur mit Start. Und da das Video angefangen hatte, dachte ich, das hätte funktioniert. Ärger mich nicht. Es hätte funktioniert mit den Optionen starten. Weg. Kusch. Und ja, toll. Muss man echt auch noch mit dabei sein. Darf nicht einfach mal so irgendwie wenig was labern. Schlimm, schlimm. So, wir lassen das auf normal. Ich hatte das letzte Mal auf leicht gespielt. Oder lassen wir es auf normal. Auf normal ist definitiv halt so bla, blob, gedöns, Hilfe, wie heißt das? Etwas schwieriger, aber man hat auch mehr Leben. Aber das ist sowieso egal, weil wenn man komplett stirbt, dann kann man einfach einen anderen Charakter auswählen, wieder neu machen. Also würde ich sagen, lass es normal, dann habe ich schon wenig länger gemacht und so weiter. So, die Dinger springen war mit B, angreifen mit Y und Spezial mit B und Y. Ja, so lassen wir das. So, was haben wir dann? West, das sind die... Ach komm, ich will nicht so oft dann immer wieder neu laden, das lassen wir jetzt mal auf 7. So, Player Dash, habe ich keine Ahnung. Rückschlag? Was war Rückschlag? Naja gut, lassen wir Rückschlag einfach mal. Soundtest. Ja, Stereo ist in Ordnung. Farb, wollen wir die Comics, wie es in den Comics sind und nicht wie in den normalen Animationen. Und dann würde ich sagen, lehnen wir auf Start und wählen uns einen Charakter. Da haben wir zur Auswahl den Leonardo, den Michelangelo, den Donatello und den Raphael. Oder eben kurz einfach Leo, Maike, Don und Raff. Ich weiß gar nicht, ob die im Englischen auch eben Don, Raff und so weiter heißen oder ob das nur die Abkürzung für SNES ist. Na gut, ich will auf jeden Fall Donatello, mit dem komme ich immer am besten zurecht und wir schauen uns das Startvideo an. Ja. Wolltest du was sagen und da wurde das geklaut. Hey, Shredder! Ich jetzt? Nein, ich wollte nur den Text kurz machen, ich wollte das Video nicht abkürzen. Auf jeden Fall, der Shredder hat jetzt gesagt, dass er die Freiheitsstatue klaut und Weltherrschaft und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt dahin und die Statue zurückholen. Und das sind wir jetzt hier. Big Apple, New York. Und, falsche Taste, tut mir leid. Und los geht es. Lass mich in Ruhe. Ah! Letztens hat es doch so gut geklappt. Ach, na komm. Ach, klar, ich renne auch noch so hin, dass er mich erwischt. So, na also, weiter geht's. Nächste Gegner, bitte sehr. Komm, komme zu mir und sterbet. Wupp. Kanone, nicht Kanone. Dingsbumskugel, Abrissbirne wollen wir nicht unbedingt abbekommen, da werden wir nur geblättet. Wenn wir natürlich schlau sind, schaffen wir das, die Feinde dahin zu locken, dass sie, so wie der Rosane eben, einfach dann getötet werden. Natürlich dann sehr viel simpler. So, die Pizzas geben uns dann wieder Leben, wie ihr schon gerade seht. Und hier gibt es noch ein kleines Fass, das ist was. Na, lass mich! Tolles. Das schlagen wir jetzt einfach und boom! Alle Feinde, die in der Nähe waren, sind tot. So, weiter geht es. Na komm schon. Jetzt ist auf Springen auf die Spezialattacke. Eigentlich ist das ja nicht so toll. Komm schon. Sehr schön. Hui, weiter geht es. Kombos ohne Ende. Das ist das Tolle in dem Spiel. Man braucht nicht viel machen, um wirklich gut aussehende Kombos zu machen. Da. Sterb schon, ihr dumme Ninja-Kerle. Lass mich. Ach, nein, also, es geht doch. Du willst Ärger? Du willst Ärger? Ich geb... Lass mich los! Ich ärger. Hier, Pinky, komm her. Na, komm schon. Pizza hebe ich mir so lange auf, wie es geht. Okay, jetzt sollte ich so langsam Pizza fressen. So. Und wieder so. Und ab der erste Bossgegner.
Der Baxter vernichtet die Turtles. Den wir jetzt erstmal in der Luft ein wenig hauen müssen. Und jetzt am Boden. Oh, komm schon, geh kaputt. Komm. Na, was hat er uns in der Luft erwischt? Ja, was das Dip-Dip-Dip-Dip darstellen soll, habe ich bis heute noch nicht rausbekommen. Aber ich weiß noch, damals heimgekommen, mit der Stiefschwester das Spiel angehauen und im Multiplayer das erste Mal damals durchgespielt. Gott, das war wirklich das Spiel, glaube ich, auch, was ich am meisten gespielt habe. Das war das erste, was ich für SNES bekommen habe. Und auch noch eins der letzten Spiele, die ich gespielt hatte. Also, Kindheitserinnerungen! Ich habe das ehrlich gesagt auch schon einmal durchgespielt, vor 3 Tagen und vor 2 Tagen auch nochmal kurz reingespielt. Also wirklich ein Spiel, das mich heute noch fesselt und was ich heute noch immer wieder gerne spiele, weswegen ich das jetzt schon wieder spiele. Ja! Zumal ich eigentlich noch für 2 oder 3 Wochen aufgenommen habe im Voraus. So, hier. Kommt alle mal her. Nein, so war das nicht geplant. So. Na, wollte links-rechts schlagen. Hat ja super geklappt. Yay, weiter geht es. Komm, du hüpfst hier nicht rum und du haust mich erst recht hin. So. Ihr beiden pinken orangenen Mistkerle müsst auch sterben. Sehr schön. So macht man das. Nein. Ach, glaubt man es denn, farbige Ninjas? Normal müssten Ninjas doch alle schwarz gekleidet sein. So. Lass mich. Wer macht das Licht an? Oder wer macht das Licht an? Ja doch, wer macht das? Nein, Licht tot. Oh. So, damit ist unser erstes Leben hinweg und wir wurden gleich schon wieder festgehalten. Oh. Alle bitte mal auf eine Fläche. Wer macht das Licht aus? Oh. Sehr schön, weiter geht es. Und Roboter. Ja, da merkt man, dass ich das Spiel in der Zeit wieder wenig gesuchtet habe, wenn ich sage, und Roboter und die Roboter wirklich kommen. Na, so, komm, weiter. Also, das Miese bei dem Spiel ist ja, dass man einfach nach rechts weiterrennen kann teilweise und dadurch ein paar Gegner überhaupt nicht besiegen muss. Na komm. Hör auf, mich zu hauen. Na, gibt's doch nicht. Also jetzt haben die eine 2-Leute-Kombo gemacht. Wie mies war das denn? Na komm schon. Dummdämliche Ninjas. Dämliche Ninjas aber auch. Was, du von hinten anschleichen? Nächster. Und wieder Roboter. Die erwischt mich nicht. Und eine Bombenpizza, die macht eine Bombenstimmung, wie ich euch jetzt zeigen werde. Egal welchen Gegner wir damit treffen, er ist hinüber. Oh, und die letzten vom nächsten Bossgegner. Also ihr seht es, die Level sind schon wenig kürzer. Ah, lass mich los. So, du jetzt auch noch. Jetzt nochmal. Dann schnappen wir uns das Leben und der nächste Boss. Metal, ich nehme euch in den Mangel. Na, auf damit. Ich nehme dich selbst in den Mangel. Auf damit, dich zu wehren. Wahrscheinlich ist es eigentlich so gedacht, wenn er diesen Rundum-Runterschlag macht, dass man dann da unten in den Gully reingehen soll. Das ist halt auch eine gute Kombi, vorausgesetzt man trifft dann einen Gully auch. Nicht so wie ich gerade. Ah ja. Na komm. Du willst Ärger? Mit mir? Au! So, hier. Nichts da. So wird das wahrscheinlich gedacht gewesen sein von Entwicklern. Nein, die Entwickler, ich hab's gerade gar nicht im Kopf. Mob, erwischt von ihm. Da. Was soll das? Hör auf, mich zu hauen. So, genau. Geh kaputt. Stirb. Stirb! Level geschafft, Szene Nummer 2, alle Cut Loose.
Yay! Und ab geht es. Server Serving, eine der zwei Maps, die es nur in der SNES-Version gibt. Vorher war das Spiel, glaube ich, für Dingsbums, ein Atari rausgekommen. Ah, Atari war das, glaube ich. So, hier seht ihr schon viele Feinde, denen man auch einfach ausweichen kann. Aber es gibt extra Punkte, wenn man es erwischt. Was ich normalerweise auch schaffe, wozu ich aber hier gerade echt einfach zu doof momentan war. So, na also. Ah, geht doch. Aha. Au! Nichts da. Blub, genau, erwischt mich in der Luft. Lasst mich euch töten. So. Nichts da rumhüpfen. Einziger, der hier rumhüpft, bin ich. Und eine Pizza. Noch eine Pizza. Oh, den Dingern ausweichen, weil wenn wir dahin haben, hüpfen wir, wie ihr es seht, schön komisch rum. Und können erstmal nicht eingreifen. Und Aliens oder keine Ahnung, was es da schon soll. Ich nenne es einfach Aliens, weil sie aussehen wie ein wenig die Aliens aus das Alien. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Kerle, die noch einen Kopf in ihrem Mund haben. So. Ich meine, klar, wir können uns auch einfach hier unten hinstellen, da werden wir von den Aliens getroffen, aber das ist doch langweilig. Pizza, so. Bonus-Pizzen haben wir 4 eingesammelt. 4 Pizza-Monsters, ah, das sind Pizza-Monster, 13 Fußsoldaten und der nächste Bossgegner, der Rattenmann. Oh, na komm schon. Rattenking, sorry. Erster Kanal, dann die Welt. Nichts da, nichts, wenn wir es verhindern können. So, hier. Je weiter wir hier vorne sind, desto mehr Schaden können wir ihm haben. Wenn wir auch hier unten sind, sind wir eigentlich relativ sicher und werden nur selten auf ihn getroffen. Deswegen können wir hier einfach so hin und immer weiter Boom Boom machen und ihn wegdrücken dabei. Gerade wenn er diese komischen Sonden rausmacht. Wie ihr es gesehen habt. Also, man merkt schon, dass ich das Spiel früher sehr intensiv gespielt habe und gerne und so weiter und scheiß fliege. So, weiter geht es. Was ist das? Techno-Tour, Let's Kick Shell kommt jetzt. Eine weitere Map, die nur extra für diese SNES-Version da ist. Na seht ihr, ich bin zu viel am Zocken, definitiv. Es ist halt wirklich Kindheitserinnerung und toll. So, noch mehr Roboter. Na, nicht mit mir. So, du hier noch. Tap, tap, tap. Aha, lass mich los. So. Du auch noch, steh wieder auf. So. Geht doch. Jetzt du hier noch. Und Wuffis, die, wenn sie uns erwischen sollten, während wir stehen, sich an unsere Hand machen, so dass wir kurz nicht angreifen können. Geht doch. Bleib weg von mir, Wuffi. Oh. Ey, 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 na! Was soll das? Bleib auf hier! Da, jetzt erwische ich die Wuffis noch nicht mal. Lass mich in Ruhe! Oh, du auch noch! Und du! Noch jemand? Noch mehr! War klar! Na komm schon. Stirb doch einfach. Nein. Egal, weiter geht es. Und da wäre jetzt eine Pizza gewesen. Hey, Leute, die Schilder halten. Die wir nur erwischen können. Nein, die Pizza ist weg. Indem wir sie rammen oder sie erwischen, während sie so sind. Oder eben mit der Superpizza. So, komm, stirb. Sehr schön, weiter geht es. Ja, ja, halt die Klappe. Och, komm schon. Ah, mein Fuß ist eingeschlafen. So. Nein!
So, hier, weg mit dir. Wow, nicht das Energiegitter und ein Doppelbossgegner. Der Tocker und der andere. Habt viel Spaß.